Hey Leute, Badi hier, willkommen zu einem weiteren Video zu Bloons Tower Defense 6. Ich hatte gerade eine sehr komische Erkenntnis, und zwar habe ich gerade nochmal realisiert, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene, dass ich ein Videospiel, wo Affen Luftballons abwerfen. Das ist mein Beruf. Heute im Video werden wir was machen, was wahrscheinlich nur noch heute geht, denn ich denke, das Update wird, gut, in 3 Tagen kommen. Nächste Woche kommt das Update und wenn es nicht nächste Woche kommt, schreibe ich einen wütenden Brief an den Equipe. Denn heute im Video werden wir mal den ultimativen Feuergeist machen. Denn mit Geraldo kannst du ab Level 8 einen Feuergeist beschwören. Feuerteufel, Feuerdämon, wie man ihn auch mal nennen will. Der profitiert ja auch vom Boost. Wenn ich zu den Waffen einsetze, greift der schneller an. Und ich würde gern einfach mal testen, was so der ultimative Feuergeist hinkriegt. Eigentlich komisch, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ja, Moment, warte, ich kaufe noch kurz Level 10. So, jetzt machen wir den Feuergeist. So, okay. Dieser Techno-Roboter wird jetzt stellvertretend für den Feuergeist sein. Ja, okay, gut. Und ich glaube übrigens, der Feuergeist wird überraschend viel Schaden machen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der am Ende 800.000 Schaden macht. Also, wir brauchen auf jeden Fall eine Absicherung hinten. Der kriegt das logischerweise nicht alleine hin. Von Runde 1 bis Runde 100. Aber, wie gesagt, der ultimative Technobot, der wird ein bisschen was hinkriegen im Leben. Ich musste halt eine Einheit finden, die selbst nicht angreifen kann. Und da passt das halt ganz gut. Ich hätte natürlich auch hier einfach das hier links nehmen können, aber das will ich ja irgendwann verkaufen. Und deswegen macht das halt keinen Sinn. Gut, dann kann ich mit Alchemisten so gesehen sparen, wenn der eh nicht drauf geht. Ich werde auch den Kleber immer mal einsetzen. Okay, das Spiel an sich ist ja immer gleich mit der ultimativen Einheit. Wir gucken jetzt, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Wir gucken, dass wir den Gottbus rausgehauen kriegen. Wir übertakten die Einheit vielleicht auch noch. Und ich muss natürlich darauf achten, dass der immer drauf ist, der Feuerboost. Passt ja alles. So. Ich mache mal in die zweite Reihe noch Kleber. Doppelneues. Cool, jetzt wird alles eingesammelt. Jetzt machen wir um dieses Affendorf herum ein bisschen was. Ne, wir verlassen das mal hier, damit alles günstiger ist. Aber es wird schon spannend. Und der Feuergeist, wie wir sehen, ist ja schon alleine stark genug, um uns halt bis Runde 30 zu bringen, würde ich mal aus dem Bauch heraus sagen. Er kann nicht übertaktet werden. Kann er? Der kann übertaktet werden. Na gut, dann machen wir kurz einen kleinen Switch. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So. 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 Weil wenn der übertaktet werden kann, dann nehme ich das natürlich mit. Okay. Das sollte dann erstmal reichen als Absicherung. Und ja, ich werde eine Absicherung raushauen. Sehr gut. Und bis jetzt, wir sind Runde 30. Der Feuergeist schlägt sich sehr gut. So, ich mache nochmal hier. Ah, jetzt, okay. Ja, Violette können wir halt noch nicht angreifen. Die werden halt einfach durchrennen. Dafür haben wir aber hinten die Absicherung. Das passt noch. So, da unten habe ich mir leider den Spot ein bisschen selbst verhauen. Es geht voran. Nicht gut, aber es geht voran. Dann machen wir das nächste. Da mal Reichweite besser. Jo, dann machen wir hier mal Geld. Dass wir der Dschungeltrommel zumindest mitgeben. Also nochmal, weil dann greift der Feuergeist auch schneller an. So. Der Feuergeist profitiert ja davon. Also bis Runde 39 hat er bis jetzt alles hingekriegt. Bis auf die Runden, wo Violette gekommen sind. Und ich glaube halt, das geht nicht mehr so gut mit dem nächsten Update. Weil mit dem nächsten Update wird Geraldo ja deutlich schlechter. Also, denke ich mal. Und dann ist es wahrscheinlich weniger... Der hat Runde 40 kaputt gekriegt? Was ein geisteskrankes Affendorf. Wenn Violette kommen, dann akzeptieren wir den Schaden einfach. Also was ihr übrigens auch mal akzeptieren könnt, ist die Tatsache, dass ihr den Abo-Button drücken könnt. Das kann jeder von euch mal akzeptieren, wenn er möchte. Und dann Überlegung wäre es natürlich auch zu gucken, wie stark sind die Genies, aber die halten halt nur 2 Runden und die laden sich nicht schnell genug auf und das ist dann verloren. So, das bringt es dann auch nicht so richtig. So, jetzt haben wir hier Affennachrichtendienst. Wenn wir gleich hier auf zu den Waffen gehen, dann greift er halt da auch nochmal schneller an, wenn da der Boost kickt. Wir könnten auch hier oben das machen, das Totem. Und er kriegt weiterhin, also bis Runde 47 kriegt er das fast alles kaputt. Klar, es kommt ein bisschen mal hier und da ein bisschen weiter. Aber im Herzen ist alles kaputt. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen schwach ist, ist das Geld. Vom Geld könnten wir schon viel weiter sein zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt kommt alles ein bisschen weiter, das ist natürlich schmerzhaft, aber... Wie gesagt, wenn der 800.000 Schaden am Ende macht, bin ich sehr happy. Weil es kommt jetzt doch immer mehr durch mit der Zeit, logischerweise. Wir sind in Runde 50 und das ist ein einzelner Feuergeist. Wir brauchen die Slow-Motion-Fähigkeit vom Ninja. Ansonsten kommt alles immer zu weit und das will langsam zu viel. Da bräuchte ich noch hinten eine stärkere Absicherung. Und Ninja ist ja noch erlaubt. Also die Absicherung passt halt jetzt gerade so, was wir da haben. Tatsächlich fehlt dem Feuergeist aktuell so ein bisschen Schaden. Das ist eher so das Problem. Das ist gut gegen Kleinvieh, aber dann, wenn halt was Größeres kommt, dann kommt er doch schon ein bisschen an sein Limit.
Ich denke, Runde 60 kriegt er kaputt. Ist halt nur ein einziger BFB. Ich habe auch überlegt, wie der heißt. Auch dumm, ne? Ist nur ein BFB, der sollte down gehen. Aber guck mal den Schaden an. Wir müssen irgendwie den Schaden von dem boosten. Ja, das Problem ist halt, ich muss jetzt halt auch viel Geld in die Defensive stecken. Und dann fehlt halt einfach ein bisschen was. Ja, anscheinend wird der jetzt wohl dauerhaft dann überrannt. Ist denn jetzt halt die neue Realität, in der wir leben. Ist okay. Komm, dann machen wir ein paar Safe-Nummern. So, einmal hier. Okay. Linke Seite, rechte Seite safe. Jetzt geht es darum, das alles zu verbessern. Dann da zu verbessern. Feuergeist immer im Auge zu behalten. Kleber immer auf dem... Es ist aber auch so viel gerade. Und der hat 100.000 Schaden gemacht, was gut ist. Aber meine Schätzung mit 800.000, ich ziehe die mal lieber zurück, glaube ich. Ich glaube, das wird doch nicht mit 800.000 Schaden. Und der Feuergeist wird natürlich noch stärker mit der Zeit. Wenn wir halt schon Waffen draußen haben, wenn der Gottbus und so drauf ist. Die Frage ist halt nur, ob das reicht für die späteren Runden. Stets bemüht aber. Stets bemüht, so wie ich in Mathe. Stets bemüht, aber halt keine Ahnung und einfach nicht gut genug. So, jetzt machen wir hier das nächste. Okay, und dann sind wir ja schon fast so weit, um jetzt hier den zu verbessern. Das ist in Ordnung, das kostet jetzt halt noch 8.500. Danach nochmal 2.550. Okay. Und dann halt hier Monkeyopolis und dann kommt das Geld. Dann machen wir schnell Kohle. Ne, wir warten nicht, wir machen das so. Okay, Monkeyopolis, gut. Weil der hat dann doch zu viel Leben. Also der kann ja so slow sein, wie er will. Der kann ja auch verklebt sein, wie er will. Der wird wahrscheinlich einfach ganz lange durchmarschieren. Ich könnte irgendwas verkaufen und zu den Waffen machen. Er steht halt fast auf der Stelle, der Zom. Und trotzdem geht er nicht kaputt. Ja, der Schaden fehlt einfach. Nachher kommen 4 Zoms in Runde 87. Okay, er macht seinen Schaden. Oh, er hat den Zom kaputt gekriegt. Zwar gerade so, aber einen Zom kriegt er kaputt. Das muss man respektieren. Vertreiben sie gerade ein bisschen. Aber 200.000 Schaden haben wir gemacht. Das ist in Ordnung. Wir müssen jetzt leider nochmal Game Over gehen, ja. Wir müssen jetzt halt nochmal ordentlich Geld in die Defensive stecken. Wir sehen, der Feuerangriff, der ist schon ein bisschen häufiger, der ist schon da. Ich mache auch nochmal zu den Waffen, damit es halt noch schneller ist. Aber wenn wir jetzt mit zu den Waffen plus zweifach oder vierfach sogar Ultra Boostet das jetzt nicht hinkriegen, dann fehlt einfach die Power am Ende. Dann ist die Durchschlagskraft einfach nicht da. Nee, er kriegt es jetzt nicht mehr. Das wird überhaupt nichts mit 800.000 Schaden. Er kriegt nicht... Einen hat er kaputt gekriegt, immerhin. Das sollte eine Punktlandung werden mit Runde 90 und dann kommt der Gottboost und dann müssen wir halt nochmal ein bisschen beten, dass das alles passt. Und man kann den Feuergeist ja auch nichts vorwerfen. Der gibt da schon sein Bestes, der fliegt da wie so ein Wilder rum. Wobei, es könnten vielleicht wirklich 800.000 Schaden werden. Weil er ist jetzt ja bei 250.000. Kriegt der die DDTs kaputt? Tatsächlich hat er einen kaputt gekriegt. Boost. Okay, dann machen wir jetzt hier noch ein Affendorf. Heimatverteidigung. Oh, Moment. Guck dich das an. Mit Gottboost und Heimatverteidigung kriegt er jetzt BFBs kaputt. Was ist da denn los? Also kriegt er doch was kaputt im Leben. Heimatverteidigung, Gottboost ist die Lösung. Ja. Kriegt er auch Zoms kaputt? Die sind da jetzt ja in Reichweite. Das wäre insane. Wenn der Zoms kaputt kriegt, wäre ich so beeindruckt. Ja, kriegt er. Okay, let's go. Das wird doch was mit 800.000 Schaden. Er kriegt Runde 3. Okay, ich bin positiv überrascht. Ich hätte gedacht, so nach den Runden 50 bis 90, dass der nichts hinkriegt im Leben. Aber jetzt mit Heimatverteidigung, mit da ein bisschen hier und da, so, ist der schon echt ordentlich. 650.000 Schaden. Ey, let's go. Come on. So, noch hier, da den Boost. Runde 95 kann jetzt halt hacken. Deswegen machen wir mal da so. Oh, der Feuergeist regelt. Wir haben ja auch noch hier oben das, was wir machen können. Der greift nochmal schneller an. Ich mach's mal kurz. So. Zack, das ist jetzt nochmal schneller. Und er hat Runde 95 kaputt gekriegt. Der ultimative Feuergeist ist ein Killer. Muss ich überhaupt noch was anderes raushauen jetzt eigentlich? Ich würde nämlich sagen, das reicht. Das haben nur die richtigen Boost gefehlt. So, jetzt nochmal eine Härtetest. Jetzt kommen 2 gepanzerte Zoms. Das ist dann jetzt wahrscheinlich zu viel für den. Aber wir können ja noch hier oben einen Klebstoffaffen raushauen.
Alter, guckt euch mal die Reichweite vom Affendorf hier an. Was ist hier denn passiert? What the hell? So, dass der hier schön verklebt nochmal. Und ich glaube, dann kriegt er auch 198 gleich hin. Aber die Reichweite. Holy. Du kannst halt Monkioplis machen, wo du quasi die gesamte Map übereinnimmst. Und das habe ich übrigens schon vorgestellt. Auf der Korn-Map kann man das nämlich machen. Und da haben wir ein richtig insanes Monkioplis gemacht. Video ist aber schon ein bisschen älter. Ist hoffentlich irgendwo verlinkt, weil das ist wirklich interessant. Er kann sogar selber Zwin-Waffen machen, ne? Für sich selbst. Fällt mir gerade mal auf. Er ist im Millionenbereich, was den Schaden angeht. 2 Millionen Schaden gemacht. Du kannst 1,9 Millionen Schaden machen insgesamt. Und allein, dass der dann am Ende 80% vom Schaden macht oder so. Richtig, richtig insane. Die DDTs, die jetzt gleich kommen, nächste Runde, die werden immer durchlaufen. Gepanzerte DDTs. Die wird er nicht gestoppt kriegen. Wobei, die sind verklebt. Vielleicht. Vielleicht kriegt er jetzt gestoppt. Er kriegt die gestoppt. Okay. Müsste dann ja auch kaputt gehen. Warum nicht? Und die Reichweite ist halt wirklich insane. Ja, warum nicht? Come on. Wir machen nur hier so. Zum Waffen. Geh bitte kaputt, Runde 100. Das wäre mir eine Ehre. Ja, er will nicht so ganz, ne? Sonnengott greift leider mit an. War jetzt nicht vermeidbar. Der hatte einfach Bock. Ja, gut. Okay. Gut. Down ist er. So, ich wackel mal damit rein. So. Weil der Feuergeist kann nicht mehr angreifen. So, wie sieht's vom Schaden aus? Wir machen mal kurz. Und ich kann es nochmal sagen, von 1,9 Millionen möglichen. Das ist sehr, 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 sehr gut. Und hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Die Runden, wie gesagt, 50 bis 90 waren zäh. Dafür waren die letzten Runden umso schöner. Die nächste ultimative Einheit wird dann wahrscheinlich ein Level 100 Paragon. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.